Ja, kommen wir zum letzten Kapitel. Wie bekomme ich meine Schleifmedien auf meine Arbeitsscheibe drauf? Das, was ich jetzt noch so erzählen möchte, das sind eigentlich Spezialfälle, also eher Besonderheiten. Ja, früher wurde häufiger mal auch Sprühkleber benutzt. Das heißt, man hat einfach seine Arbeitsscheibe gehabt, Sprühkleber drauf und dann das nicht selbstklebende Papier da drauf gelegt. Also das heißt, man hat die Arbeitsscheibe klebend gemacht, dann da drauf. Möchte ich jetzt hier nicht zeigen. Erstens, weil wir keinen Sprühkleber mehr haben. Und zweitens, es ist wie ein Spray und gesund ist es auch nicht unbedingt. Deswegen bieten wir das jetzt nicht mehr so wirklich an. Was es dann auch noch für einen Sonderfall gibt, es gibt so ein sogenanntes Double Fix bei uns. Das ist diese Schnellwechselplatte, nur zweiseitig. Das heißt, ich habe ja im Endeffekt die Adhäsionsfolie hier und die Adhäsionsfolie hier. Ja, was mache ich damit? Wenn ich jetzt eine blanke Arbeitsscheibe habe und die nicht mit meinem richtigen Reflexfix bekleben möchte, kann ich das natürlich auch einfach da drauf haben. Das hält halt dementsprechend. Und dann kann ich hier auch wieder meine Schleifpapiere drauf nehmen. Und ich kann das also hier dann von der Arbeitsscheibe ganz einfach auch wieder abnehmen. Das nehmen ganz gerne auch mal unsere Außendienstler, wenn ein Kunde jetzt nicht auf Cap hat oder auch nicht aufkleben möchte oder sowas, dann kann man das ganz einfach mal auch nehmen, hier so zum Zeigen, dann mache ich das mal drauf. Das funktioniert soweit. Was es jetzt last but not least auch noch von uns gibt, das ist dann hier, das habe ich kurz in einer Sequenz erzählt zu diesem Reflexfix, zum Schnellwechselsystem. Der Vorteil von diesem System ist, es gibt da nicht diese Klebereste. Man kann schnell wechseln. Und Kunden, die halt ja nicht unbedingt unsere Schleifmaschinen im Labor stehen haben, sondern auch in der Produktion und sehr, sehr fein schleifen, sprich hier wieder mit so einem P4000, die wollen halt kleine Klebereste, die wollen schnell wechseln. Und da ist es so, wenn die jetzt ein ganz kleines Bauteil schleifen wollen, also mein Finger ist jetzt das Bauteil, und die drücken dann auf das Schleifpapier drauf, dann können die rein theoretisch das Bauteil mit dem Schleifpapier auch hier in diese Trägerscheibe reindrücken. Und dann kann es sein, dass im Endeffekt mein Finger oder das, was da geschliffen wird, auch ein bisschen ballig wird. Um das zu verhindern, haben wir die Möglichkeit bei uns, auch diese Adhäsionsfolie direkt, also ohne so eine kleine Zwischenschicht noch, also wirklich direkt auf die Metallscheibe drauf zu kleben, sodass das Ganze auch noch sehr viel dünner wird. Der Vorteil ist dann für diese Kunden, die wirklich viel machen, feine Sachen machen, keine Klebereste und keine Balligkeit. Funktioniert sehr gut. Gibt es noch etwas zu erzählen? Ja, vielleicht wollen Sie das wissen noch von wegen Haltbarkeit von diesen Trägerscheiben. Wenn wir, also es ist jetzt nicht so, dass Sie pro Packung Schleifpapier hier einen Reflexfix brauchen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es ewig hält, aber wenn Sie da jetzt nicht mit einem Schliff verkanten und hier großartig Riefen drin sind, wenn Sie das auch nicht mit Aceton reinigen, sondern mit ganz normalem Ethanol oder mit Wasser und dann sauber machen, dann hält das 10.000 Papiere, 20.000 Papiere. Im Endeffekt kommt das auf die Pflege an. Es ist also nicht so, dass das so ausgelegt ist, dass Sie da jeden Monat eine neue Trägerscheibe brauchen.